Und da sind wir auch schon hier bei Part 2. Willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Kingdom Hearts 358 Days Over 2. Wir haben beim letzten Mal das Let's Play begonnen und sogar auch schon ein bisschen Tutorium hier unter uns. Ja, wir haben unsere erste Mission hier bereits zusammen mit Axel absolviert. Und zur Belohnung, weil wir es ja so gut gemacht haben, hat er uns sogar hier einen Mehrsatzeis spendiert. Ist das nicht ganz toll? Ja, und heute sollen wir ja hier mit diesem Typen hier zusammenarbeiten, mit dem guten Maluxia. Naja, so gut ist er eigentlich auch nicht. Wir wissen ja, dass er ein totaler Arsch ist, aber naja gut, was sollen wir machen? Ja, wir brechen auf, sobald du bereit bist. Alles klar, er weiß Bescheid. So, dann haben wir ja jetzt endlich auch noch ein paar andere Mitglieder. Jetzt ist hier zum Beispiel der gute Wechsel dabei. Ein Schlüsselschwertträger könnte sich als lehrreich erweisen. Ja, wenn du das sagst, aber naja, gut, was soll's. Warte mal, hier war ja noch jemand. Okay, ich muss noch ein bisschen die Kamera ausrichten. Naja, gut, der gute Demix hier zupft mal wieder an seiner Sita rum. Und, spielst du ein Instrument? Nein? Schon gut. Ja, sorry, ich bin nicht so talentiert wie du, Alter. Ich meine, ich wünschte, ich könnte ein Instrument spielen, aber das ist leider nicht so. Ja gut, was kann ich jetzt hier eigentlich ja machen? Also nicht sehr viel, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also ich könnte ja nochmal kurz einen Blick ins Tagebuch werfen, damit wir ja wissen, was wir so gemacht haben. Eintrag Nummer 2. Axel und ich waren heute in Twilight Town. Er hat mir viel beigebracht. Bevor wir zum Schloss zurückkehrten, haben wir uns auf dem Uhrenturm ein Mehrsatzeis gegessen. Axel meinte, das sei eine Belohnung für meine harte Arbeit. Verstehe ich nicht. Wird von uns nicht auch harte Arbeit erwartet? Ja, eigentlich schon, aber naja, warum nicht? Stell keine Fragen, auf die du eh keine Antwort bekommst, Kleiner. Also, los geht's. So, bereit zum Aufbruch? Klar. Roxas, richtig? Ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin Maluxia, Nummer 11. Okay, was müssen wir heute tun? Deine heutige Aufgabe ist das Sammeln von Herzen. Und wie geht das? Roxas, kannst du dein Schlüsselschwert für mich beschwören? Ja, aber sicher. Hier ist es. Gut, Nummer 13. Endlich jemand in unseren Reihen, der das Schlüsselschwert führen kann. Hey, was ist das? Nichts, wovor man Angst haben müsste. Okay, Roxas. Sollen wir deine Kräfte mal testen? Benutze dein Schlüsselschwert und besiege diese Herzlosen. Ja, endlich können wir mal richtig loslegen. Wir können kämpfen. Standardangriffe. Drücke A, um mit dem Schlüsselschwert anzugreifen. Drücke wiederholt A, um eine vernichtende Combo auszulösen. Gut, erwischt. Schätze. Gegner lassen Schätze fallen, wenn sie besiegt wurden. Grün für den LP-Schatz heilt LP, gelb für den Taler und die Schatzkiste enthält ein Item. Gut, wissen wir Bescheid. Okay, und wie geht's weiter? Gut, diese Herzlosen nennt man Schattenlurche. Aber was sind Herzlose? Dunkle Kreaturen, die immer auf der Suche nach Herzen sind. Es gibt zwei größere Arten. Die, die du gerade besiegt hast, nennt man Reinblüter. Reinblüter lassen keine Herzen fallen, wenn du sie besiegst. Also brauchst du dich nicht um sie zu kümmern. Immerhin lautet deine Mission, Herzen zu sammeln. Die andere Art... ist die hier drüben. Vergiss die Schattenlurche. Erledige sie, Roxas. Das sind deine wahren Ziele. Okay. Ganz wie der Meister das befiehlt. Zielerfassung. Drücke zweimal R, um ein Ziel zu erfassen. Schalte zum nächsten Ziel, indem du einmal R drückst. Zum Abbrechen drücke zweimal R. Okay. Das war's. Einfach. Die nennen wir Emblemherzlose. Was ist das Besondere an denen? Hast du gesehen? Als du sie besiegt hast, sind Herzen erschienen. Stimmt. Deine Aufgabe ist es, diese Herzen zu sammeln.
Oh, ganz nett. Herzpunkte. Wenn du bestimmte Herzlose besiegst, erscheint ein Herz. Diese Herzpunkte kannst du im Laden verwenden. Ja. Wir haben es ja schon bereits gemerkt, also es gibt ja zwei Kategorien von Herzlosen, die Reinblüter und die Emblemherzlosen. Die kann man ja eigentlich ja ganz leicht unterscheiden. Die Reinblüter, die sind ja meistens eigentlich immer mit so einer schwarzen Farbe, und zwar komplett schwarz, und haben ja die gelben Augen, und sie hinterlassen natürlich beim Besiegen keine Herzen. Die Emblemherzlosen kann man ja eigentlich auch ganz leicht erkennen, die tragen ja immer jedes Mal das Zeichen der Herzlosen ja eigentlich ja irgendwo bei sich. Wie ja jetzt ja man hier unten eigentlich im Bildschirm erkennen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt, weil ja, ich habe ja den Bildschirm so ein bisschen klein gemacht hier. Für die Aufnahme, aber naja gut, ich denke mal, das könnt ihr ja trotzdem so einigermaßen erkennen. Ja gut, also wir haben es ja im Kampf gesehen, also ich denke mal, das kriegen wir alles schon hin. Gibt's da einen Trick? Nein, wenn du die Herzlosen mit dem Schlüsselschwert besiegst, sammelt es die Herzen automatisch. Verstehe, und was passiert mit den Herzen, wenn ich sie sammle? Sie schließen sich zusammen und erschaffen eine allmächtige Kraft. Kingdom Hearts. Und das ist gut, oder? Kingdom Hearts zu komplettieren ist das Hauptziel der Organisation. Und dafür brauchen wir so viele Herzen wie möglich. Das ist es, was die Organisation macht? Herzen sammeln? Du bist der Erste der Organisation, der das kann. Moment mal, dann... Wir anderen können auch Herzlose besiegen, aber wir können keine Herzen einsammeln. Nach einer gewissen Zeit verwandeln sich die Herzen wieder in Herzlose. Verstehst du jetzt, wie besonders du bist? Mit Kräften wie deinen. Hey, da kommen ja noch mehr. Jeder ist ein Geschenk, Roxas. Hol alle Herzen aus ihnen heraus. Gut, das kriegen wir ja wohl hin. Besiege Gegner, um eine Kette zu starten. Während der Kette erscheint um jeden erfassten Gegner einen Lichtkreis. Dieser Kreis schrumpft mit der Zeit und verschwindet. Triff weiter Gegner, um ihn zu vergrößern. Besiegst du Gegner während einer Kette, erhältst du Herzbonuspunkte. Oh, cool. Außerdem beginnt ein Zähler zu blinken, wenn du deine Kette lange genug aufrechterhältst. Ja, während dieser Zeit ist deine Kette unzerstörbar, sodass du jede Menge Herzen einsammeln kannst. Oh Mann, aua! Oh, geschafft. Boah, das war aber ein bisschen knapp eben gerade. Die haben mich ja hier richtig verprügelt. Hervorragend, Roxas. Deine Arbeit ist für heute erledigt. Ich bin begeistert. Dieses Schlüsselschwert. Was ich mit solch einer Macht alles tun könnte. Ich habe hohe Erwartungen an dich, Roxas. Wir alle. Besiege die Herzlosen und hilf der Organisation, ihr nobles Ziel zu erreichen. Okay. Wollen wir dann zum Schloss zurückkehren? Klar. Alles klar, was können wir jetzt noch machen? Also, ich gucke erstmal hier noch nach, ist hier irgendwo eine Schatzkiste noch versteckt? Bin jetzt nicht sicher, ob das hier immer so angezeigt wird, ich glaube aber schon. Ja, okay, hier ist anscheinend nichts. Also hier nur auf dem Turnierplatz haben wir ja eigentlich ja unsere Mission gemacht und mehr nicht. Gut, zurück zum Schloss. So, bringt auch erstmal ein bisschen Erfahrung. Und wir bekommen wieder solche Items. Und so fand ich das Ziel der Organisation heraus. Sie sammelten diese Dinge, die sie Herzen nannten. Ich wusste nicht, was Herzen waren und was sie bedeuteten. Aber wenigstens kannte ich meine Rolle. Guten Morgen, Roxas. Ich begleite dich heute auf deiner Mission. Ich bin soweit. Kümmere dich um alles, was du brauchst und melde dich dann bei Sykes. Ah, heute arbeiten wir also mit Sexion zusammen. Okay, mehr habe ich dann auch eigentlich gar nicht zu tun. Wir können ja noch mit den anderen reden. Oh, Lexius ist diesmal hier. Okay,
Besonders gesprächig ist der Typ ja auch nicht, oder? Ja, wenn du in deinen Vorbereitungen fertig bist, melde dich bei Sykes, nicht bei mir. Ja, weiß ich doch, Mensch. Ich dachte, du wolltest noch mal ein bisschen mit mir plaudern. Oh, okay, und Maluxa ist auch hier. Wo ist Axel? Der ist nicht da? Die Macht des Schlüsselschwertträgers. Faszinierend. Okay, viel hat er nicht zu erzählen. Okay, reden wir mal mit dem Boss. Bereit zum Aufbruch? Klar doch. Heute lautet deine Mission, eine bestimmte Anzahl von Herzlosen auszuschalten. Als Organisationsmitglied kannst du auf unterschiedliche Missionen geschickt werden. Aber unabhängig von den Missionszielen ist dein Hauptziel immer weiter gültig. Du und dein Schlüsselschwert dienen uns am besten, indem ihr Herzen sammelt. Ich soll also auch Herzlose ausschalten, wenn meine Mission eigentlich anders lautet? Ganz genau. Heute stimmen diese Ziele aber glücklicherweise überein. Gut, Missionsziele. Missionen haben unterschiedliche Ziele. Dein aktuelles Ziel wird auf dem Touchscreen angezeigt. Gut. Auf dem Touchscreen ist eine Karte mit deiner aktuellen Position. Die Karte zeigt auch Gegner in dem Gebiet. Benutze sie, um sie zur Strecke zu bringen. Okay. Besiege 7 Herzlose. Ja, das sollte ich ja schaffen. Zum Glück gibt es hier kein Zeitlimit, aber ich sollte sie trotzdem suchen. Okay, hier erscheint auf jeden Fall nichts. Ah, hier. So, ich sollte mich aber natürlich auch beeilen. Oh, warte mal. Das will ich mitnehmen. Aber vorsichtig. Ja, man muss aber trotzdem aufpassen. Ah, warte mal. Ich glaube, da hinten kommt etwas Heftigeres. Ah ja, ich glaube, das ist was Größeres. Obwohl, warte mal, nee, halt. Ich gehe mich erstmal ein bisschen umsehen, weil ich hatte ja hier noch so ein paar kleine. Ich muss eigentlich auch nochmal daran denken, dass ich hier nochmal vielleicht ein bisschen was in den Emulator-Einstellungen ändere, weil das Bild gefällt mir noch nicht so ganz. Ah, ja, das ist eigentlich auch blöd. Wenn die ja natürlich hier immer die ganze Zeit mitkämpfen, ist es natürlich auch nicht so günstig. Wie ja eigentlich ja schon mal Maluxa sagte, also die Organisationsmitglieder sind zwar auch in der Lage, Herzlose zu besiegen, aber es erscheint dann keine Herzen. Sprich, sie erscheint dann nicht in der richtigen Farbe. Also, wenn jetzt ja eigentlich ja jemand anderes außer Roxette jetzt hier den finalen Kill mit den Herzlosen macht, dann ja, bedeutet das ja natürlich, dass wir dafür keine Herzpunkte bekommen. Also immer schon aufpassen. Also in dem Fall ist es manchmal gar nicht mal so verkehrt, wenn man lieber Einzelmissionen macht. Gut, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Also es fehlen ja noch ein paar. Und ich weiß, hier ist noch irgendwo eine Schatzkiste, weil das kann ich jetzt unten rechts hier auch sehen. Auf meiner Minimap. Also den suche ich ja natürlich auch. Oh, verdammt. Abgestürzt. Ah, warte mal, hier kann ich ja wieder rauf. Warte mal, ist der Schatz irgendwo hier vorne? Nee. Wird wahrscheinlich irgendwo weiter hier oben sein. Da, wo er nicht so gut auffällt. Weiß jetzt aber nicht, wo ich da noch suchen soll. Hier in der Ecke vielleicht. Aber ich sehe auch sonst weiter keinen anderen Herzlosen hier. Hm, ist schon komisch. Also ich dachte eigentlich... Warte mal, ich habe hier, glaube ich, vorhin irgendwo noch einen auf dem Platz gesehen, oder? Ah ja, da kann man es ja schon sehen. Auf der Minimap ist ja so ein kleiner Kreis. Gut, das war's. So, die Mission ist abgeschlossen. Alles erledigt. Ich habe so viele Herzlose besiegt, wie du gesagt hast. Jetzt kehren wir zum Schloss zurück, oder? Jetzt schon? Wenn ich du wäre, würde ich mir etwas mehr Mühe geben. Aber ich... Ja, ja, du hast deine Mission erledigt, aber... Wie du siehst, treiben sich hier immer noch Herzlose herum. Du musst sie nicht alle besiegen. Du hast die Wahl.
So wie ich dich nicht dazu respektieren brauche, wenn du dich einfach zurückschleichst, obwohl es noch Arbeit gibt. Okay. Und wenn dich das schon nicht überzeugt, denk daran, dass die Organisation extra Einsatz belohnt. Alles klar. Es geht also um den Respekt von Sexion und natürlich ja eigentlich auch ein bisschen Bonus. Naja, wenn du deinem Ziel näher kommst, füllt sich deine Missionsanzeige. Fülle sie bis zur Ziellinie. Und die Mission ist abgeschlossen. Ja, füllst du sie weiter, erhältst du vielleicht etwas Besonderes. Okay. Dann mache ich das nochmal. Ich werde noch ein paar Herzlose extra plätten. So. Wir haben ja schließlich die Zeit dafür. Außerdem, ich habe ja immer noch nicht die Kiste gefunden, die ich ja hier öffnen möchte. Ich weiß echt nicht, wo ich da noch suchen soll. Also ich könnte jetzt natürlich tatsächlich schon jetzt hier den dunklen Tunnel benutzen. Aber ja, wie ja Sexion ja sagte, es gibt ja hier noch ein bisschen zu tun. So, hier ist eigentlich nichts. Also wo ist jetzt die Schatzkiste? Ich weiß echt nicht, wo ich noch suchen soll. Okay, da oben ist noch ein Vieh. Oh, verdammt. So, das war's. Warte mal, bin ich eigentlich schon mal hier in dieser Ecke gewesen? Nein, tatsächlich noch nicht. So, dann nehmen wir das noch mit. Dann haben wir erstmal hier so ein schickes Potion. So, das sind eigentlich halt die Items, die ich alle habe. Kann ich ja auch erstmal so ein bisschen rumscrollen, aber ich kann ja nichts davon wirklich benutzen. Also ich kann ja nur das Potion hier benutzen. Der Mondstein ist eigentlich ja nur Materialien. Und deswegen, ja. Kann ich sie ja natürlich jetzt nicht irgendwie im Kampf oder so einsetzen. Okay, gehen wir einfach mal hier weiter. So, ich fähre natürlich erstmal hier rum. Ah, da vorne ist das Ding. So, dich hole ich mir. Gut, das war's. Aber irgendwo fehlen noch ein paar. Also, je nachdem, wenn ich jetzt die Geschwindigkeit hier so ansehe, müssten noch irgendwo drei Herzlose sein. Okay, hier unten sind sie aber nicht. Ich gucke ja auch ein bisschen öfter mal auf die Karte, damit ich ja das genau erkennen kann. Ja gut, ich vermute ja mal, die sind jetzt hier noch irgendwo in dieser kleinen Gasse da. Ah, hier sind ja tatsächlich noch welche. Drei Stück an der Zahl. So, erwischt. So, und ja, den letzten hat sich Sexion geholt. Na toll. Geht also keine Herzpunkte für mich. Geschafft. Viel besser. Ich vertraue darauf, dass du dir bei deinen Missionen genauso viel Mühe gibst. Okay, jetzt ist die Mission abgeschlossen. Hast du Fragen? Ja, was ist Kingdom Hearts? Maluxia meinte, es wäre eine Art Kraft. Ja. Und wenn ich Herzlose besiege, tauchen die Herzen auf und werden Teil von Kingdom Hearts, richtig? Aber wo liegt der Sinn? Kingdom Hearts wird uns vervollständigen. Das ist das Ziel der Organisation. Vervollständigen? Wie? Roxas, du und ich und sämtliche Mitglieder der Organisation sind sogenannte Niemande. Was für ein unschönes Wort. Mit großen N. Das ist ein Name für die, denen etwas Wichtiges fehlt. Ein Herz. Ich habe kein Herz? Genau, wie wir hast du die Welt ohne eins betreten, aber du kannst uns helfen, eins zu erlangen. Kingdom Hearts besteht aus dem, was uns fehlt. Herzen. Es kann uns vervollständigen. Beginnst du langsam zu verstehen, warum du so wichtig bist? Jeder von uns erfüllt in der Organisation eine entscheidende Funktion. Deine besteht darin, Herzen zu sammeln. Ja, ich verstehe. Ich hoffe nur, wir können uns darauf verlassen, dass du das erledigst. Noch weitere Fragen? Nein, tut mir leid. Dann sollten wir zurück. Komm. Tja. So lief das also für uns weiter. Gut, wir haben also erstmal wieder ein paar Sachen erhalten und wir erhalten sogar jetzt hier auch endlich Magie. Ein zielsuchender Feuerball, der einen Gegner entzündet, um ihn mehr LP zu entziehen.
Aber wie man ja sehen kann, ja, hat er hier nur eine begrenzte Auflage. Ja. Ich war ein Niemand. Ich war nicht. Genau wie die anderen kam ich ohne ein Herz auf die Welt. Würde es einen Unterschied machen, wenn ich ein Herz hätte? Wäre ich dann ein Jemand? Roxas, heute ist Laxine deine Partnerin. Laxine? Okay, sie ist nicht da, wo ist sie? Sie ist schon los. Triff sie am Einsatzort. Okay, in Ordnung. Diesmal sollst du anstelle des Schlüsselschwertes Magie anwenden. Magie? Ich beherrsche Magie? Nur wenn du dich damit ausrüstest. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Ja, also jetzt also Magie-Tutorial, deswegen haben wir also den Feuerzauber bekommen. Nun kannst du Tafeln im Hauptmenü auswählen. Dort kannst du deine Fähigkeiten konfigurieren. Du kannst nur vor Missionen auf deine Tafeln zurückgreifen. Also sollte ich das natürlich schnell erledigen. Ja, das ist ja eigentlich unsere nächste Mission. Jetzt haben wir hier die Option Tafeln hier zur Verfügung. Ja, und das ist eigentlich ja ganz einfach erklärt. Installiere Tafeln in Feldern, um dich stärker zu machen. Bewege Tafeln aus deiner Tasche auf der rechten Bildschirmseite und in das Feldfenster auf der linken. Ja. Installierte Tafeln ermöglichen neue Fähigkeiten. Steigern deine Stufe, deine LP und andere Werte. Es gibt viele unterschiedliche Tafeln. Versuche dich für die beste Tafelanordnung, für dich die beste Tafelanordnung zu finden. Probleme in einer Mission? Hab keine Angst, Start zu drücken, um dich zurückzuziehen. Ändere nochmal deine Tafelanordnung und probiere die Mission später erneut. Okay, das ist ja ganz einfach. Gut, ja, ich könnte ja natürlich auch mit dem Touchscreen machen, also mit dem Touchpen und dem Touchscreen. Also sprich, auf dem Emulator kann ich das ja auch mit der Maus machen. Aber ich bleib lieber erstmal hier bei den Tasten, damit ihr das Geklicke nicht hört. Ja, ich kann mich jetzt eigentlich hier nur mit so ein paar Sachen ausrüsten, also eigentlich ja nur mit Zaubern und Items momentan. Später kommen ja noch so ein paar Sachen dazu, aber mehr steht mir jetzt eh nicht zur Verfügung. Also ich kann ja erstmal so machen. Ich packe erstmal hier so eine Potion hin. Oder drei Stück. Also ich muss eigentlich ja für jedes einzelne Item immer ein extra Feld hier so herlegen. Das gleiche gilt natürlich auch für Zauber. Also wenn ich ja jetzt hier drei Feuerzauber haben will, kann ich diese auch nur so verwenden. So, ein wichtiger Unterschied ist ja natürlich auch ja zu Items und zu Magie. Also Items sind ja natürlich nur im begrenzten Vorrat hier möglich. Wie man ja sehen kann, also ich habe hier nur drei Potions verfügbar, momentan jetzt. Also insgesamt besitze ich ja fünf. Und wenn ich jetzt diese drei, die ich jetzt gerade ausgerüstet habe, verbraucht habe, sind die ja natürlich endgültig weg. Bei der Magie ist es ja natürlich anders. Also wenn die Mission wieder vorbei ist, wird ja natürlich ja eigentlich ja mein Magievorrat wieder zurückgesetzt. Ich habe momentan drei Feuerzauber und wenn ich diese später jetzt hier verbrauchen sollte und dann nach der Mission zurück in den runden Raum zurückkehre, habe ich diese Feuerzauber wieder aufgeladen. Also da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Also die Magie ist zwar im Einsatz begrenzt verfügbar, aber sie ist nicht verloren, wenn wir sie eingesetzt haben. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, das war's dann. Wir sind eigentlich ausgerüstet und sogar bereit für die nächste Mission, die wir allerdings erst im nächsten Part antreten werden. Freunde, wieder vielen Dank hier fürs Zuschauen. Das war's wieder mit Kingdom Hearts 3, 5, 8 Days Over 2 und beim nächsten Mal geht es dann in unsere nächste Mission, wo wir ein wenig Magietraining mit Laxine machen dürfen. Ja, ganz toll. Ausgerechnet mit dieser Zimtzicke. Aber na gut, wir müssen da eben durch. Also dann bis zum nächsten Part und tschüss!